komm, Sie rein. Ich kann gerne mal nachsehen, wenn Sie wollen. Rico! Astrid, was machst du denn hier? Hey, Baby. Was? Was ist mit dir? Um die Frage zu beantworten, bräuchte ich Stunden. Oh Gott, das ist so schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dich wie... Astrid! Du hast mir gefehlt. Wirklich? Das habe ich jetzt nicht gedacht. Hör zu. Das meine ich jetzt nicht böse, aber ich habe geglaubt, die Sache zwischen uns wäre vorbei. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, wir zwei wären noch Freunde. Das sind wir auch, aber ohne, dass wir uns immer die Zunge in den Hals stecken müssen. Willst du mir nicht sagen, worum es geht? Nein. Nein? Astrid, du bist doch aus einem bestimmten Grund hier. Ich bin schwanger. Oh. Astrid, völlig unmöglich. Ich habe mir 4 Kondome übergezogen, wenn wir Sex hatten. Es ist nicht von dir. Nicht von mir? Nein, es ist von meinem Mann. Wie bitte? Von meinem Mann. Was? Wieso hast du mir dann deine Nummer gegeben? Was sollte das? Wir waren nicht mehr zusammen, verstehst du? Ihr wart nicht mehr zusammen? Der Typ sitzt im Knast. Okay. Astrid, kommt da auch noch eine Stelle, an der mir nicht der Kopf explodiert oder ich in Ohnmacht falle? Ich brauche deine Hilfe, okay? Ich schaffe es nicht, dieses Baby allein großzuziehen. Das Kind braucht einen Vater und ich dachte, du könntest vielleicht ein paar Beziehungen spielen lassen. Beziehungen? Was für Beziehungen? Er sitzt im Central-Gefängnis. Kannst du eine Kautionsverhandlung rausschlagen? Was hat er getan? Er hat jemanden verprügelt. Astrid, dann haben sie ihn zu Recht eingesperrt. Nein, es war Selbstverteidigung. Ich meine, ja, ich weiß, jeder im Knast ist unschuldig. Astrid, du musst jetzt nicht sauer auf mich sein. Ich meine, ich bin noch Trainee, ich habe keine Beziehungen. Okay. Wie heißt er? James Haswell. Vielleicht kann ich irgendwo anrufen, keine Ahnung. Ich brauche ein Aspirin. Danke. Danke. Du bist wirklich total süß. Und ich bereue keine Minute mit dir.